Hello and welcome to Humorex TV. My name is Mark Götzmann. I'm product manager at Humorex in Arnsberg. And today we're going to have a look at our new strap knives. So what are we talking about when we talk about strap knives? It's not a knife to cut any straps or belts or whatever. The concept behind that is completely different. And the idea to that concept came up when I handled the Walter PDP handgun the first time. This is the real handgun, 9mm Parabellum. Just let's have a closer look. One of the distinctive features of the PDP is the frame with the special texture, which we already know from the Q5 handgun and from our Q5 knife as well. And this frame comes with exchangeable backstraps. So these backstraps were the reason why this knife, you see in a minute, came up with. Because when I handled this the first time, I just had those back straps in my hand, and when I was playing around with them, it happened pretty easily that I just put them together, more or less by accident, and this resulted in a pretty cool little knife handle. So the origin of the whole knife came out of the idea to combine two of those back straps into one knife handle. So this is how it all started. And if you check that, you will see that the similarity between the knife handle and the backstrap is pretty obvious. So we even had the idea to use the original backstraps for the knife handle, but due to the fact that you need a whole different kind of strength and stability in a knife handle than you need it in a backstrap on a handgun, this idea didn't really make sense, so we skipped that pretty soon. But nevertheless, we were sticking very close to the original design, including the lanyard hole on the knife from the back end. And the whole story resulted in a nice little dagger because it's all symmetric. It's a double-edged dagger, so both edges are sharp. And the blade is made of 440C with a length of 11 centimeters and a blade thickness of 4.5 millimeters, so it's a pretty hefty knife. But nevertheless, it's still quite compact. And as you see, it's completely symmetric. The handle, for some of you, might seem a little short, because if you grab it like that, you notice, okay, it's a slim handle, it's a short handle, but there's a reason, because this is a dagger. You don't use it in the hammer grip like I just showed you, like this. It's more likely than you're using the fencing grip, which means you have it in your hand like this. And there, the short handle makes sense, because it doesn't extend out of your hand. It stays here right in your palm, and this gives you an additional, I wouldn't say point of impact, but it gives you more strength when you do any motion quite forward. So this is the reason why this handle has to have exactly this length and nothing more. The knife comes with a pretty cool sheath, which is a classical belt sheath. Just put it in there. So you have the push button with an additional little tab, which enables it to open it pretty easily without fumbling. And the sheath is made of leather completely. It's symmetric as well. On the backside, you see the classical steel clip, which is incorporated into the sheath. And with that clip, you can carry it in your inside waistband, you can carry it on your belt or in your boot, because this is basically the classical layout of a boot knife, of a classical boot knife. Now, this being a dagger, of course, there are limitations of use. It's not a real everyday using knife or whatever, and that's the reason why we came up with the second version, and this is the Strap Knife Tactical. This one was the Strap Knife Dagger, the SKD, and this now is the SKT, the Strap Knife Tactical. The obvious difference is that it has a single edge blade, which is exactly in the same dimensions like the dagger, meaning 11 centimeters of blade length and 4.5 millimeters of thickness. And the thickness continues up to the blade tip pretty much forward, so it gives you real rugged, a real stable knife. And this is something which I could recommend for everyday use, for tactical use, for outdoor use, or just as an everyday carry knife. The sheath is pretty similar, but due to the fact that the blade is not symmetric anymore, the sheath resembles the shape of the blade, of course.
Both versions, the Strat Knife Dagger and the Strat Knife Tactical, we are pretty sure will create a lot of attention, and they will find their knife enthusiasts looking out for them, because let it be the collector who's looking for a nice dagger for his collection or even for use, whatever, or the guy who's looking for an everyday user, a tactical user, or an outdoor using knife. Both of these knives will fulfill a lot of desires which were not yet discovered by the potential owners of them. So have fun with them, and thanks for watching. Hallo und willkommen bei Umarex TV. Mein Name ist Marc Götzmann, ich bin Produktmanager bei Umarex, und heute werfen wir einen Blick auf unsere Strap Knives. Die Idee zu den Strap Knives ist entstanden, als ich zum ersten Mal die damals neue Walter PDP in 9mm Para in der Hand gehabt habe. Die PDP verfügt über austauschbare Griffrücken, wie viele Pistolen heutzutage. Und diese austauschbaren Griffrücken, die haben es mir besonders angetan, als ich zum ersten Mal mit der Waffe einfach mal ein bisschen rumgespielt habe, sie befingert habe, um zu schauen, wie sich das alles hält und wie sich das in der Hand anfühlt. Und als ich diese Griffrücken näher betrachtet habe und da ja nun mehrere dabei sind, auch mit mehreren Griffrücken in der Hand herumgespielt habe, hat sich auf einmal ergeben, dass das Aneinanderlegen dieser beiden Griffrücken einen fast schon perfekten Messergriff ergeben hat. Und das war der Ausgangspunkt für das Design unserer Strap Knives, daher auch die Bezeichnung, denn das sind die Backstraps auf Englisch, das heißt, die Backstraps des Griffstücks sind eben die austauschbaren Griffrücken, und daher kommt das Konzept der Strap Knives, die wir uns jetzt genauer anschauen werden. Die beiden aneinandergelegten Griffrücken der Pistole haben für mich mit dieser klassischen Spindelform eigentlich den typischen Dolchgriff ergeben. Und deshalb ist das Strap Knife, das SKD, Strap Knife Dagger, auch tatsächlich als klassisch moderner Dolch konzipiert. Das heißt tatsächlich mit einer zweischneidigen Klinge, beidseitig abgezogen. Und man erkennt sehr schön die Ähnlichkeit des Messergriffes zur Griffschale der PDP. Das heißt, die Übereinstimmungen sind hier schon sehr weitgehend, wenngleich es aus praktischen Gründen natürlich als Messergriff mit der echten Griffschale nicht wirklich tauglich wäre. Das war ein Gedanke, mit dem wir uns auch kurz getragen haben, ob man tatsächlich die originale Griffschale, besser gesagt den Griffrücken der PDP, verwendet. Aber die Festigkeit, mit der ein Messergriff auf dem Erl sitzen muss, lässt sich nicht realisieren mit einem aufsteckbaren Griffrücken einer Pistole, da die Herangehensweise, die Konstruktion und auch die Konzeption hier natürlich eine ganz andere ist. Man sieht hier sehr schön die Griffstruktur, die bei der PDP verwendet wird, am Griffstück, die erstmals bei der Walter Q5 zum Einsatz gekommen ist und demzufolge dann auch bei unserem Q5 Messer im letzten Jahr. Und diese Griffstruktur zeichnet sich wirklich nicht nur durch ihr markantes Design aus, sondern eben vor allem auch durch diesen überragenden Grip, den das in der Hand bietet. Das heißt also, man hat wirklich auch bei nassen Händen, bei kalten Händen, unter widrigen Bedingungen ein sehr, sehr sicheres Griffgefühl. Der Dolch ist komplett symmetrisch aufgebaut, durch die zweischneidige Klinge natürlich unterstützt. Und wir haben eine große Fangriemöse am Ende, wo ich also auch nochmal eine Ziehhilfe anbringen kann oder einfach eine Sicherungsleine, wenn ich das möchte. Und wir haben bei der Griffform tatsächlich auch die Maße des Griffrückens weitgehend beibehalten. Warum? Der eine oder andere mag denken auf den ersten Blick, dass der Griff ein wenig kurz erscheint. Das ist richtig, der Griff ist eine Ecke kürzer als bei vielen anderen Messern vergleichbarer Größe, aber dahinter steckt Plan und Absicht. Denn wir haben hier nun, wie gesagt, einen Dolch. Und bei einem Dolch ist es weniger der Fall, dass ich ihn wirklich im Hammergrip habe, das heißt also, dass ich ihn hier in der geschlossenen Faust trage, sondern er wird halt eben oft im Fence-Grip gehalten. Und da habe ich den Vorteil, dass das Griffende mit dem Knauf hier am Handballen anliegt, sodass ich also tatsächlich auch bei einer Geradeausbewegung entsprechend nochmal zusätzlich ein Abstützen in der Hand erzeuge. Und das ist der Grund, warum dieser Griff genau diese Länge haben muss, die er so hat. Die Klinge ist aus 440C. Wir haben eine Klingenlänge von 11 cm, wir haben eine Klingenstärke von recht massiven 4,5 mm und wir haben ein schönes Satin-Finish auf der Klinge. Das Ganze wird geliefert in einer sehr schönen Lederscheide, das heißt also auch klassische Stiefelscheide. Ich packe den gerade mal eben hier rein. Wir haben hier einmal wirklich ein schönes nahtloses Design und wir haben auf der Rückseite den Stahlclip, mit dem sich das Messer eben
im Hosenbund, am Gürtel, im Stiefel, wo auch immer befestigen lässt. Das heißt also wirklich eine klassische Stiefelscheide, wie es eigentlich genannt wird. Es ist eine Lederscheide, sehr schön verarbeitet und natürlich ist das Ganze hier komplett symmetrisch. Das heißt, in der Dolchversion haben wir komplett spiegelbildliches Design. Die Lederscheide ist mit einem klassischen Druckknopf ausgestattet, der allerdings hier eine kleine Verstärkung hat. Das heißt, eine kleine Stahlblechverstärkung, die es ermöglicht, den Druckknopf sehr schnell und einfach zu öffnen, ohne lange fummeln zu müssen. Da natürlich nicht jeder mit einem Dolch unterwegs sein möchte, haben wir noch das SKT, das heißt das Strap Knife Tactical hinzugenommen. Der Griff ist komplett identisch, die Maße, Klingenlänge, Klingenstärke mit 11 cm Länge und 4,5 mm Stärke ist ebenfalls identisch. Natürlich auch der Klingenstahl 440C und das Satin Finish. Aber wir haben, es ist hier auf den ersten Blick zu sehen, eben kein symmetrisches Design, sondern eine ganz normale Gebrauchsklinge, die durch ihre massive Bauweise eben auch sehr viel Stabilität bietet, die aber dann halt eben auch für alle möglichen Alltagsarbeiten eingesetzt werden kann. Insofern ist der Dolch für alle Sammler, die ihm vielleicht ein Plätzchen in ihrer Vitrine freimachen, sicher eine attraktive Version. Aber wer das Messer auch alltags tragen möchte, wir sind hier bei 11 cm Klingenlänge, auch im absolut unkritischen Bereich, der ist mit dem Strap Knife Tactical als normalem Gebrauchsmesser sicher auch sehr gut beraten. Wir haben die gleiche Konzeption der Scheide, wobei natürlich hier der Unterschied ist, dass die nicht mehr symmetrisch ist, denn wir haben hier natürlich auch die Form der Scheide der Klingenform angepasst, sodass hier also dann eben auch klar erkennbar ist, dass es kein zweischneidiges Messer ist. Wir sind sicher, dass beide Strap Knives, die ja jeweils ihren ganz eigenen Reiz entfalten, sei es als geradliniger, klassischer Dolch, als Sammlerstück, Vitrinenstück oder auch als Gebrauchsdolch und eben auch das Strap Knife Tactical mit der einschneidigen Klinge, das für den taktischen Einsatz, für den Alltagseinsatz, für den Outdoor-Einsatz sicher eine sehr gute Wahl ist, bei euch gut ankommen werden. Insofern danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.